meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dreamlight Valley. In der Lichtung des Vertrauens bin ich jetzt hier. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, so vertraut finde ich das hier jetzt nicht. Ne? Ich finde das eher unheimlich. Wir gehen jetzt aber erstmal zurück, denn ich habe ja ein paar tolle Sachen gesammelt. Kann ich das jetzt hier auch noch einsammeln? Nee, mein Inventar ist voll. Alles klar. Ich würde das nämlich ganz gerne das in der Werkbank mal verarbeiten. Dieses Eisenerz auf jeden Fall. Mal gucken. Ach, hier sind wieder ganz viele Löcher. Das geht immer relativ schnell, dass hier immer alles neu spawnt sozusagen. So, wartet mal, jetzt wollte ich mal. Ich muss wieder Lagerkisten machen, ne? Ich habe gar keinen Platz mehr. Kann man die nicht irgendwie auch erweitern? Das kostet mich 5000, ne? Ja, okay, das ist mein Rucksack. Das brauche ich jetzt erstmal so nicht. Oh, ist auch alles voll. Ich brauche so viele Kisten. Ich traue mich auch, die ganzen Dinge eigentlich gar nicht zu verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Ah. Gut, jetzt habe ich hier noch eine leere Kiste. Ich kann auch nicht hier nicht 20.000 Kisten hinstellen. Okay, pass mal auf. Ich werde jetzt erstmal die Sachen jetzt hier übertragen. Das ist für die Quest, ne? Warte mal, was ist denn das jetzt hier? Lehm. Ah. Okay, das ist Hartholz. Übertragen. Okay, pass mal auf. Was brauche ich jetzt genau nochmal? Und zwar für das Wrack brauche ich Hartholz, okay, Seile, Lehm. Okay, Eisenbarren. Vielleicht muss ich die ja herstellen irgendwie. Ich guck mal. Ah ja, tatsächlich, guck mal. Eisenbarren 10 kann ich herstellen. Die Animation, ich finde die zu geil. Okay. Teile zum Basteln? Dazu brauche ich zwei Eisenbarren? Nein. Definitiv nein. Okay, jetzt habe ich Eisenbarren hergestellt. Jetzt werde ich die erstmal in Sicherheit bringen. Also das ist Quest, das ist Quest. Okay. So, kann ich mir jetzt nochmal eine Kiste herstellen? Eine Kiste oder zwei? Ach, guck mal, Werkbank aus Holz. Dazu gibt es... Aha. Okay, Truhen. So. Dann machen wir noch eine Truhe. Ich habe so das Gefühl, dass ich ein paar brauche. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, wobei ich die eigentlich auch hier hinstellen könnte. Wartet mal. Möbel. Truhen. So. Dann stelle ich jetzt eine da nochmal hin.
Nee, nee. Warte, abbrechen. Uno Moment. Opala. Uno Momento. Ich werde nochmal rausgehen. So, dann werde ich das hier nochmal noch was hinstellen. Definitiv. Warte mal, das findet man doch unter Notwendiges, ne? Genau. So, dann stelle ich noch eine Truhe dahin. Und eine Truhe drehen tut man noch mal mit. So. Okay. Dann packe ich das jetzt da rein. Das packe ich jetzt da rein. Und erstmal die. So. Ach, die Zitronen auch. Definitiv. Okay. So, dann. Einmal das da rein, das da rein. So. Und hier mache ich nochmal diese Dingens. Ne, das war die falsche Truhe. Und das war auch neu, ne? Das mache ich jetzt auch erstmal hier rein. Genau. Okay. Gut. Dann gucke ich noch mal nach den Aufgaben. So, ich muss Mickey Maus auf Level 8 bringen. Ich glaube, Mickey Maus ist auf Level 7. Ich gucke noch mal. Ja. Schließe Freundschaft. Ja, okay. Wally. So, wartet mal. Was mag er denn? Karotte Cracker. Ist doch kein Problem. Ich kann doch Cracker kochen. Einen Moment. Cracker. Hier. Automatisch. So, dann nochmal. So kriege ich die nämlich wunderbar dann auf Level 8. Und noch einmal. Und noch einmal. Okay, super. So, habe ich jetzt noch Karotten im... Nee, habe ich nicht. Wartet mal, habe ich die Karotten jetzt weggepackt, ne, vorhin? Beziehungsweise für euch in der keine Ahnung wie vierten Folge. Nee, ich wollte die eigentlich... Funny. Ach so, das kann ich nur hier aufteilen. So, den Rest tue ich natürlich weg. Okay, so, dann gehen wir mal zu Mickey. Oder auch nicht, weil ich jetzt ins Lager gelaufen bin. Oh Mann. So. Mickey, mein kleiner süßer Nachbar. Ich hoffe, du schläfst jetzt nicht oder so. Oh nein. Verdammt. Ja, das hat man nun davon, wenn man, war hier gerade nicht ein Glitzerdingens? Hier so ein Loch, meine ich. Ich will das zuschütten. Mädel. Gut, dann würde ich mal sagen, schalten wir einfach mal die Tapferkeit-Dingens, ne? Mal frei. Oh. Wo war denn das nochmal? Das war doch hier irgendwie, oder? Hier, glaube ich.
ansehen. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Oder sollte ich erstmal... Ah, wartet mal. Nee, ich mach das anders. Ich lüpfe meinen Hut. Ja, mach das, mein Guter. Obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Ich würde ganz gerne irgendwie Wally oder so holen. Das machen wir zuerst, glaube ich. Ich glaube, das ist besser. Ach, es gibt so viel zu tun hier in diesem Spiel. Unglaublich. So, dann gehen wir mal zum Schloss. Miki schläft ja. Ja, Miki schläft. Mini läuft da hinten rum. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt einfach mal Wally holen. Frage, wo ist denn Wally? Oh, oh, hallo? Nee, Halbgott, warte mal. Hinter dieser Tür wirst du einen sonnenbeschienenen Ozean mit tropischen Inseln, einen charismatischen Halbgott und eine junge Frau finden, die eine sehr geschickte Seefahrerin geworden ist. Nee, vielleicht ein anderes Mal. Das ist, Und jetzt lauf! Das ist sie nicht. So, wartet mal. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Hier oben ist doch auch was. Kann ich das auch schon? Nee. Oh, betreten, was ist dahinter? Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Auf der anderen Seite dieser Tür wirst du ein Land mit Fjorden und Wiesen sowie eine sehr mächtige Frau finden, die Fähigkeit hat, Eis und Schnee zu kontrollieren. Benutze deinen Dreamlight, um den Weg dorthin zu... Oh, das ist doch bestimmt sag schon, wie heißt denn das? Schneekönigin oder so? Für 4000 neun habe ich. Wartet mal, vielleicht ein anderes Mal. Ich gucke erstmal kurz noch woanders. Ich lüpfe meinen Hut. Nee, da kann ich nichts machen. Obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Was ist denn da oben? Ach, da komme ich doch gar nicht ran, ne? Schade. Ich weiß nicht, Leute. Ich mach die. Ist mir egal. Oh, hallo. So, 4000. Wir brauchen ein paar mehr Frauen hier. Und jetzt raus. Leute! Die Naturgeister. Wir gehen rein. Okay. Ich hätte vielleicht mir auch ein Kleid anziehen sollen. Ich Depp. So, hi. Oh, hallo. Okay, denk nach. Anna, denk nach. Oh. Du kannst die Lösung finden, du schaffst das. Oh, hey, da ist jemand. Ich meine, natürlich bist du auch jemand. Es ist nur so, dass ich... Ach, egal. Ja. Glaubst du, dass du mir bei etwas helfen könntest? Meine Schwester ist irgendwo in diesem Wald und falls du es noch nicht bemerkt hast, alles steht gerade irgendwie in Brand. Wer bist du? Ich? Oh, ich bin Anna, eigentlich Königin Anna von Arendelle. Daran habe ich mich noch nicht ganz gewöhnt. Du bist eine Königin? Ach wirklich, ich herrsche über ein ganzes Tal.
Soll ich mich von dir verbeugen oder so? Das ist gut. Soll ich mich von dir verbeugen oder so? Nein, das wäre seltsam. Bitte nenn mich einfach Anna. Ich kam in den Zauberwald, um meine Schwester Elsa zu besuchen. Ich bin Fanny. Was ist das für ein Ort? Das ist der Zauberwald. Normalerweise leben die Naturgeister hier in Frieden. Aber irgendetwas hat sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Meine Schwester Elsa ging der Sache auf den Grund, aber sie ist noch nicht zurückgekommen. Ich habe überall nach ihr gesucht und jetzt versperrt mir all dieses Feuer den Weg. Mach dir keine Sorgen, wir werden sie finden. Wir müssen nur einen kühlen Kopf bewahren, unser Urteilsvermögen nutzen, zusammenarbeiten. Das ist gut, zusammenarbeiten. Du hast recht, dieses Problem ist zu groß, um von irgendeinem von uns alleine gelöst zu werden. Wie kann ich helfen? Ich kann etwas zaubern. Vielleicht kann ich helfen zu lösen, was hier vor sich geht. Das wäre super. Wir müssen einen Weg finden, die Naturgeister zu beruhigen. Wir sollten wahrscheinlich mit Bruni, dem Feuergeist, anfangen. Damit nicht der ganze Wald abbrennt. Wie beruhigt man Feuer? Nun, zuerst müssen wir ihn finden. Bruni sieht aus wie ein süßer kleiner Salamander und er ist wirklich schüchtern. Ich bin mir sicher, dass er all diese Probleme nicht verursachen wollte. Wahrscheinlich hat er nur Angst. Okay, lass uns es herausfinden. Alles klar, es gibt nur ein kleines Problem. Bruni ist irgendwo tief im Wald und all dieses Feuer versperren den Weg. Wir müssen einen Weg finden, sie zu lösen. Keine Sorge, mit meiner magischen Gießkanne sollte es klappen. Magische Gieß? Okay, ich vertraue dir einfach. Oh, und hier. Elsa hat mir diese feuerfesten Handschuhe gegeben, damit wir Bruni halten können und uns nicht verbrennen. Alles klar. Die muss ich jetzt wohl anziehen, oder? Also, ich bin bereit, wann immer du willst. Lass uns all dieses Feuer beseitigen und einen Feuergeist finden. Und vergiss nicht, ich glaube an dich. Ja, ich glaube auch an dich. Anna. Gut, ich muss wahrscheinlich jetzt die Feuerhandschuhe anziehen, nehme ich an. Okay, abzieh. Gut, dann Gießkanne raus. Feuer löschen. Ich hoffe, es geht hier nicht nach Zeit oder so. Das ist aber ganz schön viel Feuer. Nee, hab ich nicht. Okay, da komme ich irgendwie nicht hin. Okay. Wow. Vielleicht gehen ja nur diese kleinen Feuerbälle hier. Feuerstellen. Oh, man sieht gar nichts, ne? I'm so sorry. So. Feuer weg, Feuer weg. Ich muss nur den Weg frei machen wahrscheinlich, ne? Genau. So. Das ist der Feuerteufel, ne? Ich dachte, ich hätte ihn jetzt gehabt. Muss ich den überhaupt kriegen? Ich weiß es gar nicht. Weil irgendwie... Ein Moment, ich muss sowieso... Quatsch. Ich muss sowieso mal die Aufgabe aktivieren, weil sonst... Fange Bruni ja. Das ist doch Bruni, oder nicht? Oder muss ich den einfach mit der Hand fangen?
Nee. Irgendwie klappt das nicht. Nee, okay. Wartet mal. Vielleicht mit der Schippe oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, ne? Nee, das mache ich ja eher. Löcher rein. Gut. Ah, das ist doch der Bruni, oder? Der sich da so bewegt. Warte mal. Ja. Wo ist denn die Anna jetzt eigentlich? Okay, sie steht da noch. Was ist hier? Ach, das ist der Ausgang. Alles klar. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich jetzt den Bruni fangen soll. Nee, wartet. Muss ich hier vielleicht noch raus? Wow. Fange ich jetzt den Bruni, bitte? Man trifft ihn ja auch nicht, ne? Ich habe bald keine Energie mehr, Leute. Warte mal, ich muss mir erstmal was essen. Komm, iss. So. Da muss ich tatsächlich das ganze Feuer hier vielleicht löschen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Ich meine, ja, ich könnte es ja mal probieren. Ich könnte jetzt mal alles löschen und mal gucken. Ah. So. Da komme ich nicht ran. Komme ich auch nicht ran. Ich vermute mal, ne, dass man das eventuell alles löschen muss. Und dann... Und dann kann man sich den vielleicht schnappen. Ne, da komme ich irgendwie nicht dran. Okay, das geht nicht. Ich auch nicht ran. Da ist eine Truhe. Hey! Ich will meinen Schatz haben. Oh, ist das fies. Ich komme da nicht ran, Leute. Oh.
so. Okay, hier komme ich nicht weiter. Das kann ich auch nicht löschen. Das geht nicht. Hier kann ich auch nichts machen, bestimmt. Nee, das geht nicht. Definitiv nicht. Aufheben. Oh. Den hätte ich jetzt fast gehabt, oder? Die Jagd nach Bruni, Leute. Oh, ist das übel. Shit. Bruni. Ich hatte das doch gerade gehabt. Jetzt. Oh. Meine Güte. Man muss irgendwie nur schnell genug sein. So, Anna. Oh, jetzt fängt es an. Ja, okay, jetzt wird es gelöscht. Alles klar. Weil es regnet, ne? So. Hi. So. Hier hast du den Bruni, den Feuergeist. Der sieht aber süß aus. Hallo. Wow, du hast echt Talent. Bruni wirkt so glücklich und ruhig. Hm. Ich nehme mal an, du hast meine Schwester nirgendwo gesehen. Leider nicht. Das ist schon in Ordnung. Ich schätze, wir müssen einfach tiefer in den Wald gehen. Es gibt nur ein kleines Problem. Ein riesiger Erdriese versperrt den Weg. Ein Erdriese? Hm. So, ja, folge mir. Ich werde ihn dir zeigen. Oh, danke. Okay, los geht's, meine Lieben. Wir müssen zum Erdgeist. Okay. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Siehst du, was ich meine? Dieser Erdriese ist dort drüben eingeschlafen und blockiert jetzt den Weg. Wir müssen ihn aufwecken, aber wir müssen vorsichtig sein. Erdriesen können ein bisschen mürrig sein. Was ich total verstehe, frag einfach meine Schwester. Ich bin kein Morgenmensch. Anna, ich auch nicht. Ich schon, ich bin immer bereit, den Tag zu nutzen. Gern, ich könnte jetzt schon wieder ins Bett gehen. Ja, das ist gut. Oh, mach noch kein Nickerchen. Wir haben einen Wald zu retten. Wir haben also eine vermisste Schwester und einen schlummernden Erdriesen. Wie wecken wir dieses Ding auf? Nun, es gibt eine Sache, die mich immer sofort aufweckt. Der Geruch von Essen. Ein gigantisches Frühstück kommt sofort. Essen Erdriesen überhaupt? Ich habe keine Ahnung, aber wenn wir etwas herstellen, das stark genug riecht, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, spielt es vielleicht keine Rolle. Mal sehen. Oh, wir könnten etwas daraus zubereiten, was Elsa und ich gemacht haben, als wir klein waren. Steinsuppe. Okay. An sonnigen Tagen gab uns der Gärtner die Zutaten und wir taten so, als würden wir für das ganze Königreich kochen. Wir brauchen ein paar raue Felsen und eine Brühe aus Oregano und Basilikum. Der Geruch davon sollte unseren riesigen Freund ruckzuck aufwecken. Wenn wir uns hier umsehen, werden wir sicher genau die richtigen rauen Felsen finden. Wir müssen allerdings woanders suchen, um den Rest der Zutaten zu finden. Sobald wir die Zutaten haben, können wir die Steinsuppe kochen und sie auf den Steinhaufen am Fuß des Erdriesens legen. Okay. Vielen Dank. Gut, also Basilikum, Oregano habe ich ja, ne? Jetzt muss ich nur noch...
irgendwo nach den rauen Felsen absuchen. Hier. Einmal. Das machen wir noch zusammen, meine Lieben. Und dann muss ich die Folge auch wieder beenden. So. Und Basilikum. Also das kriege ich doch nicht hier, ne? Anna, ich komme das nächste Mal. Oder? Ich komme wieder. Ich muss hier leider wieder raus. Aber ich bringe noch ein bisschen Basilikum mit. So. Das holen wir mal schnell noch, meine Lieben, bevor ich die Folge beende. Denn sonst vergesse ich das wieder. So, Basilikum. Einmal Basilikum. Ja, schade, Miki könnte ich jetzt sowieso nicht mitnehmen ins andere Reich. Da kommen ja immer die Gefährten nicht mit. Selbst wenn er wach wäre. So, Basilikum. Nee, das ist die falsche Truhe. Nein, ich wollte jetzt auch nicht kochen, Fanny. Ich wollte eigentlich dahin. So. Basilikum. Da brauche ich... Oh Gott, da brauche ich aber nur eins, ne? Aufteilen. So, dann 14 bitte wieder zurück. Genau. So, gut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, meine Lieben. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall an der Stelle, wo ich mit Anna gerade war, weiter. Ich werde auch schon mal hinlaufen und wir treffen uns dann genau wieder in deren Reich. Also, hab Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.